Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Mitte, 16.08.1941. Heute war die Instandsetzungstruppe endlich fertig mit dem Turm unser Erika. Ich hatte die Hoffnung, dass wir einen anderen Turm mit einer 5 cm Kanone bekommen. Aber das sollte noch nicht sein. Also wird es nicht einfacher, wenn wir wieder auf T-34 treffen sollten. Momentan ist es etwas ruhiger in unserem Bereich. Viele Flugzeuge am Himmel, die gen Osten fliegen. Wir hören die Motoren brummen und in der Ferne die Explosion der Bomben. 20 Kilometer hinter der Front sind wir wohl und warten auf die nächsten Befehle. Am Nachmittag soll es losgehen. Gewaltsame Aufklärung mit einem Panzerspähwagen PSW 222 lautet der Auftrag. Die PSWs sind klein, aber schnell, aber auch nicht gut gepanzert. Nun ja, sie sollen ja auch nur aufklären und wie der Wind zurückkommen. Der Fahrer am SPW ist mein alter Freund Willi aus den Ausbildungstagen. Wir sollen als Aufpasser mit unserer Erika den Rückzug decken, falls Feindkräfte unseren Spähwagen bedrängen. Aufgesessen und los geht's bis an die Frontlinie. Über Funk hören wir, dass vor uns nur russische Infanterie liegen soll. Aber da können sicher ein paar Panzerbüchsenschützen dabei sein. Also immer Obacht. Der PSW prescht vor und fährt ca. 500 Meter voraus. Nach 2 Kilometern wendet er und kommt zurück. Wir schließen auf und weiter geht es ohne Feindkontakt. Ebenes Gelände mit kleinen Erhebungen und vereinzelten Baumreihen. Das Gelände steigt an und wir sind froh, langsam auf die Anhöhe zu fahren, ohne Feuer zu bekommen. Eine Buschreihe am Hang sieht verdächtig aus. Wir sehen unseren PSW langsam rückwärts rollen, bis er mit uns auf gleicher Höhe ist. Unser Kommandant unterhält sich mit dem Kommandanten des PSW und wir werden in die Lage eingewiesen. Scheinbar ist hinter der Anhöhe eine Senke. In der Senke liegt eine Artilleriestellung und scheint sich sehr sicher zu sein, dass sie weit hinter der Front liegen. Wir schätzen, das könnte ein halbes Artillerieregiment sein. Über Funk rufen wir Stukas dazu, die brauchen aber auch 15 Minuten. Trotzdem wollen wir dem Iwan den Rückzug verlegen und angreifen. Unser PSW umfährt die Senke weiträumig und nach ca. 10 Minuten wird Leuchtkugelgrün geschossen. Für uns das Zeichen, durch die Buschreihe zu brechen und das Feuer auf den Gegner zu eröffnen. Die 3,7 cm Kanone und unser Bug-MG halten dazwischen. Der PSW mit seiner 2 cm Kanone nimmt die LKW unter Feuer und versucht, den Rückweg zu blockieren. Ein heilloses Durcheinander von explodierenden Geschützen und Fahrzeugen, Benzinfässern und schreienden Russen. Geschockt von unserem Angriff und mit wenig Gegenwehr versuchen sich die armen Teufel zu retten. Endlich kommen die Stukas und werfen ihre Bomben in die Senke. Wir bekommen ein paar ungezielte MG-Gaben ab, aber keine schweren Treffer durch die russische Artillerie. Nach knapp 30 Minuten ist der Spuk vorbei und was noch in der Senke am Leben ist, ergibt sich und kommt mit erhobenen Händen auf uns zu. Aber den Russen ist nicht zu trauen. Vorsichtig klettert unser Funker aus dem Panzer und hält die Russen in Schach. Nun heißt es warten, bis die Grenadiere auftauchen. Jetzt steigen wir auch langsam aus und gehen mit unserer MP den Russen entgegen. Grauenhaft, was unsere Geschosse angerichtet haben. Über 200 tote und schwer verletzte Russen liegen in den einem Wirrwarr aus Geschützteilen und zerschossenem Material. Unmenschliche Schreie, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ein Russe kommt näher heran und spricht uns auf Deutsch an. Er wäre Arzt und hat in Deutschland studiert. Er möchte seinen Kameraden helfen und wir erklären ihm, er kann mit seinen 20 Leuten die Verwundeten bergen und abseits ablegen. Kurze Zeit später bittet er uns um eine Pistole, um die Schwerstverletzten von ihrem Leiden zu erlösen. Unser Kommandant stimmt zu und übergibt eine Pistole und zwei Magazine. Die Auflage ist, die Waffe und die Munition über dem Kopf zu halten, bis er unten in der Senke ist. Dann kann er laden und tun, was er tun muss. So kann er uns nicht gefährlich werden und wir haben genügend Abstand, um nicht in Gefahr zu sein. Schuss um Schuss durchbricht die Stille. Rauchend schauen wir dem unwillkürlichen Treiben zu. Als die Grenadiere auftauchen, weisen wir den Oberleutnant in die Situation ein, damit sie den Arzt nicht gleich abknallen. Mit rauchgeschwärzten Gesichtern geht es ein paar Kilometer zurück. Unser Gefechtsstand hat vorverlegt und wir haben einen neuen Bereitstellungsraum bekommen.